Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis Earth. Ja, in der letzten Folge sind wir aus dem Rockergang ausgebrochen im Pinocchio-Style und ja, wieder altes Bild hier, ich mit Finstertrunk und ja, ich habe wieder ein bisschen trainiert, habe schon mal die Titel ausgesetzt, die ich leveln will und wir gehen jetzt mal weiter. Wir wissen ja immer noch, oh cool, magische Katar, Nummer 9, Bruisers Katar, ich bin der Beste. Ah, das kenne ich. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg zur Hauptstadt. Und ob wir diese, naja, am Ende des Let's Plays irgendwann mal erreichen, weiß ich nicht. Viele Parts sind wir schon da, dahin unterwegs. Egal. Egal. Monster! Ach ja, ich bin so viel am Steuern gewesen. Ein bisschen. Diese, naja, hier diese aufgeladenen Krallen, Titel zu bekommen. Weil diese sind wirklich am nervigsten zu bekommen. Ich glaube, ich habe. Ja, kann ich auch mal zeigen. Ich glaube, ich habe letztens Poes Clown Meistertitel bekommen. Und das hat nur wie viele gebraucht? Wo kann man die überhaupt sehen? Todesklaue 455, ja, Benutzungen. Nur 455. Kann ich mal ein paar Attacken zeigen, weil die hat man, glaube ich, noch nicht alle gesehen von Sophie. Zum Beispiel den Dolchstoß von Sharia und den Geschossstab-Schuss von Pascal. Verdammt, jetzt wollte ich noch einen Rapierstoß, den ich ein Schwertring, keine Ahnung. Werde ich schon gleich sehen. Jedenfalls wollte ich den zeigen. Mein Finstertrunk ist auf einmal wieder weg. So, komm her. Zack. Ja, Sensorflamme, ganz wichtig. Zack, Schwertsturm. So ist der Angriff. Aber glaube ich auch schon länger, oder? Rapierschuss habe ich auch noch, da so ein Konter. Wenn ich mal angreife, wenn ich das bitte mal zeigen. Wenn ich mal angreife, wenn ich dann einsetze, dann egal, dann konnte ich. Das soll jetzt diesen Angriff dann einsetzen. Weil es konnte, kann ich auch mal nicht hier zu Boden geworfen werden. Danke. Bams. Mein Laser. Komm her. Zack. Und zack. Never give up. Und Zerstörungswut an dem Titel. Okay. Ja. Dann gucken wir mal, was befindet sich hier noch in der Wüste. Kämpft, glaube ich, genug. Die Monster haben wir auch schon alle gesehen. Wir können einfach mal schnurstracks weitergehen. Ist noch eine Kiste und das ist eine Sackgasse, also gehen wir da hin. Elfmixer, gewöhnliches Metall, geil. Und 1080 Gold, da müsste ich auch schon wieder, ja, 48.000. Ich weiß gar nicht mehr, ob das viel ist, aber naja. Und was haben wir hier unten? Da bin ich schon vorbeigekommen, okay. Bananen. Ha! Entdeckung, Wüstenbananen. Hey, das hat Pascal. Privatunterricht. Ja, habe ich gerade gesagt. The capital of Strata should be just a short distance ahead. Hey Asbel, do you know about Strata's capital? Do you? It's where Strata's central government is based. Was ist das für eine Frage gewesen? Sophie, how did you know that? Because the captain told me so. Really? Yeah, he tells me everything about the world. What exactly are you teaching her, Captain? Das ist keine Antwort. Was bringst du ihr bei? Hi. Will ich mir erst mal ein oder wird es langsam heiß in der Wüste? Was? Heiß in der Wüste? Ne. Mein Gott. Die Leute hier sind echt einfach gestrickt. Okay, dann. Das sieht doch schon aus, als würden wir irgendwo landen. Wow, 100 Gold. Yes! Das sieht aus wie eine Hauptstadt. Kein Skit, okay. Dann Strata Hauptstadt. Wow. Wir sind endlich da. Mein Gott. Juliberte, die azurblaue Hauptstadt. Who would have thought a huge city like this could survive in the middle of the desert? Strata's power comes from a volcanus called Duplamar.
This country possesses the most advanced technology in the world for drawing power from a Valkanis. Got it. Now let's see if we can use this letter to meet the president. I suppose we should head to the presidential palace. Yeah. Oh, endlich. Nach langen Strapazen und Reisen haben wir es doch endlich geschafft. Nördlich? Okay, danke. Erstmal Mixerladen. Und Trank des Lebens und Finstertrunk und Auberginen. Wenn wir es können. So. Nein. Boah. Bis bald dann. Okay, wenn ich mich nicht irre, dann ist hier irgendwo was. Irgendwo ist ja was. Irgendwo. Dann auf der linken Seite, glaube ich. Irgendwo hier war was. Oder? Hallo? Hallo? Nee, war ja nicht irgendwo mal was? Eine Truhe oder so? Hätte ich mir erstmal ein. Hier sind Truhen, aber die kann ich nicht öffnen. Dann hier nicht. Okay. Dann hier. Nehmen nicht. Tschüss. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Okay. Dann begib dich zum Präsidentenpalast. Na klar. Aber erstmal gehen wir überall anders hin. Und zwar hier Waffen kaufen. Hi. Warum Rundoppelklinge? Sowas benutzen wir doch nicht. Ein Rundmesser, das benutzen wir. Oh, mehr SK, das ist gut. 10 Stempel halten, was? Das war gut. Okay. Warum einfache Gestelle? Benutzen wir doch nicht. So, Rundschutz, das ist Brustpanzer, ne? Dann können wir es beleben. Oder? Weiß ich nicht. Tunika sehen so aus. Nee, was? Wo sieht man das denn? Ich glaube, das ist ein... Hat er ihn jetzt ausgerüstet? Rundschutz. Ja, okay, das ist einer. Dann... Weiß nicht. Können wir die auch einfach mal kaufen, weil wir es können. Einfach so. Ein Pastetenteich. In einen Waffenladen. Okay. Was haben wir noch? Hier haben wir Objekte. Warum guck ich da rein? Ich habe doch... hätte ich mal... Oh, Steinbahn. Ja, damit. Damit jeder einen hat. Für einen Notfall. Na, nix an. Viele Stempel rausholen. Na super. Okay. Hallöchen. Okay, tschüss. Na? Ach nee, ich glaube im nächsten Bereich. Oh, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Die habe ich gesehen. Wie komme ich da hin? Hallo? Wie komme ich da hinten? Wie komme ich da hinten, Mon Cheri? Ach, ich glaube, ich weiß wie. Glaube ich. Komme ich nochmal da hinten? Ja. Ah! Ich hab's drauf. Lloyds Katar! Wie können wir die Welt retten? Das wird Zufall, Tesso Symphonie, das spiele ich gerade. Ich hab das Spiel bestimmt gewusst. Könnt ihr übrigens auch mal drauf einschalten. Müsst ihr aber nicht. Doch, müsst ihr. Und oh, was gibt's denn noch hier? Ein Gasthaus, geil. Da können wir wieder ein paar Quiz abgeben. Ich hoffe ja, ich kann irgendwas abgeben. Hi. Quest, Skit, nee. Ja, gucken wir mal. Emporstrebender Kristall. Jo. Niemand hat gelernt? Doch hier. Level 5, hallo. Schmerzschlag, ja. Ach, ich glaube, ich habe den ausgerüstet, weil der schon so wenig hatte. Himmelszorn können wir. Ja, immer so schwierig, weil ich hier für den Titel ausrüsten soll. Hier haben wir nur so wenige. Warte mal, wo war nochmal Dings hier? Maximal SK. Inferno-Strom, das ist gut. Das ist eine gute Attacke. Dann können wir wechseln. Dann habe ich ein neues hier.
Segen, ja. Dann haben wir Klusangriff, Wirkzeit runter, gut. Hauptsache Wirkzeit runter. Nein. Harte Abwehr, Abwehrschaden, okay. Ja, Abwehr. Abwehr hoch ist immer gut. Und okay. So, was gab's hier für Sachen? Titanscheide und Weißwein. Ma. Oh, guck mal her. Entdeckung, kühler Schneemann. Eine Klimaanlage. It's so nice and cool in here. Is that because of the snowman? Hey, check it out, Sophie. Snow. Snow? Somehow I doubt that's the reason. But that's weird. Why isn't the snowman melting? It's probably some secret Stratton technology. But why wouldn't they put the snowman outside? Then everyone would be comfortable. No, it says it right here. For indoor use only. Yeah, consumer electronics and gimmicks are sort of a hobby of mine. Can we buy one as a souvenir? We're not on vacation here, guys. Our money can be better spent elsewhere. Nörgel, nörgel. So what's snow? Ach ja, übrigens, was ist Schnee? Über was redet ihr da? Eisgummisaft gefällt ich, das ist eine Spezialität aus Strat, die sehr erfrischend ist. Ja, her damit. Her damit. Her damit. Verdammte Falschaussage. Hier gibt's nichts mehr, ne? So, wir brauchen Weißwein oder Rotwein. Hab schon wieder vergessen. Nein. Wir brauchen Rotwein, glaube ich. Oder Weißwein. Weiß ich jetzt nicht. Und eine Titanscheide. Haben wir nicht eine? Ja, komm, da ist mir wert. Das ist was, die bringen sowieso irgendwie nicht so viel in dem Spiel. Find ich. Seht ihr, deswegen sage ich, nichts verkaufen. Man kann jeden Mist irgendwann mal gebrauchen. So, hier, nimm das Zeug und verschwinde. Und komm, Eis am Stier mal 5, ja super. Ja super, nur so wenig. Na gut, dann weiter. Gehen wir mal zum Präsidenten. Oder? Oder auch nicht? Eine neue Titanscheide kann ich mir jetzt nicht kaufen, oder? Egal. Wir haben sie gut angelegt. Ich glaube nicht, dass noch irgendwie das, was noch mal eine Titanscheide haben will, das wäre ja skandalös. Nein, hier war das auch nicht. Unter irgendeinem Bund kann man eine Entdeckung machen. Aber noch nicht hier. So, Oswald anwesen, gehen wir mal hier rein. Einfach so. Hallo, da glitzert was. Du hast das Accessoire Schwimmbrille erhalten. Du kannst jetzt im Staatsmodi ausrüsten. Geil. Jetzt können wir auch zwei Sachen ausrüsten. Ich bin am Schwimmen. Herr Oswald ist eine der einflussreichsten Personen in ganz Strata. Es ist meine außerordentliche Ehre, ihm dienen zu dürfen. Bei allem, was er verlangt. So. Hi. Was gibt es? Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Okay. Das klingt logisch. Warum sollte ich auch mit irgendjemandem sprechen, der gerade in mein Haus einbricht? Warum? Nee, das ist was. Ein Lasambel-Samen. Cool. Pflanz mal direkt meinen im Garten von Cherry ein. Und zwar jetzt sofort. Nein, doch. So, was haben wir noch hier? Als ob ich nicht wüsste, was hier schon alles ist. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt. Lolololol. Okay, hier haben wir nichts mehr. Dann haben wir hier irgendwas. Wir haben wieder eine gebossene Klinge bekommen. Geil. Hier haben wir nichts. Okay, tschüss. War mir eine Ehre. Na. Haben wir nichts. Irgendwo hier ist doch, glaube ich. Hm, hallo. Oswald ist viel zu streng mit Hubert. Okay. Hat bestimmt überhaupt keinen Einfluss auf ihn hinterlassen. Hallöchen. Ihr seid wohl dem starken, anregenden Duft gefolgt. Zu schade. Kein Zutritt für minderjährige Kunden. Warum nicht? Einer von uns ist erwachsen.
Sie machen Käse aus der Milch von Windorkühen. Diese Milch ist sehr teuer. Ich habe vorhin etwas Käse aus der Küche stibitzt, als der Koch nicht hingeguckt hat. Das ist der Beste. Wollt ihr mal probieren? Käse, weg damit. Ist die bis gut. Was soll ich damit? Oh, hallo? Prüfen? Nee, sprechen. Okay. Prüfen? Doch, prüfen hier. Prüfen. Zwiebel, geil. Zwiebel aus Schublade. Jetzt bin ich auch hier ein Verbrecher. Nein. Ich habe dieser verdammten Mädchen da gleich getan. So, hast du auch was in der Schublade? Oh, Käse. Warum hat hier überall jemand Käse? Roter Wein ist eine wunderbare Sache. Der vollmundige Geschmack veredelt jedes Fleischgericht. Weißer Wein ist eine exquisite Sache. Der fruchtige Geschmack veredelt jedes Fischgericht. Welcher Wein ist also der Beste? Sorgen ja allerdings minderjährig seid, gibt es für euch keinen von beiden. Leck mich doch. Sagst du das auch zu mir? Ich bin... Steht da so ein Brocken von einem Captain und sagt er immer noch, ich finde nicht für Minderjährige. So, wir geben dir mal einen Fisch hier, nimm mal eine Muschel. Das ist auch unter Wasser. Kommt schon irgendwie gleich. So, dann haben wir, glaube ich, in der Stadt alles mögliche erledigt. Deswegen wir jetzt zum Präsidenten gehen können. Regierungsbezirk. Wohnbezirk, nein. Okay. Der Präsident wartet. Glaube ich. Ja, wohl. Eigentlich nicht. Wie kann er denn warten? Wir sind doch unterwegs zu ihm. Wer wartet uns vielleicht? So. Entdeckung. Führungsqualitäten aber erstmal. Next question. Sophie, do you know what a president is? He's a leader chosen by the people. Yes. Very good. Sharia told me. She said it's different from Windor. Yeah, Windor's a monarchy. But why do people need kings and presidents at all? They help to protect us. It's the same reason Lot needs Hubert. But what about Richard? He was our friend and also a king, right? So why does he hurt people instead of help them? There has to be a reason for that. And after we take care of the Hubert problem, we'll go see Richard together. Okay. Okay. Aber erstmal Entdeckung. Ein großer Brunnen. Brunnen der Welt, Teil 1. Oh, I see. If you look closely, it's actually a set of two fountains. So, why doesn't the water flow down from the upper arch? Magie. Like the fountains back home. It's another application of Kreas Arts. If I had to guess, I'd say it uses the same Eleth as our weapons. Und wie funktionieren die? The principles of Eleth coupling equilibrium, huh? Yes. It sure is something to see, huh? Strata is home to the water Valkenist Duplamar, right? Hubert sure grew up in an incredible place. I wouldn't be surprised if it was the wealthiest city in the world. You never see something like this in Windor. Ah. Mich erinnert die Stadt ja ein bisschen an aus Tales of the Abyss Grand Kogma. Vor allem die Musik ist auch ganz schön ähnlich. Das ist auch so eine Art Wasserstadt, die irgendwie so eine griechische Stadt irgendwie repräsentieren sollte. Nur so nebenbei. So, Präsidentenpalast. Wir gehen einfach kapfrech rein. Hallöchen. Ich bin der Fürst von Land. Vom Land. Hallo. Den Präsidenten sehen. Pardon me. I am Asbel Lant from the Windor Kingdom. Oder von Lant. I have a letter from Governor Hubert Oswell. I would like to request an audience with the President. Can you help me? I will give this to the President. Please wait here. Will the President meet with us? I'm not sure. I guess it was kind of rash to just barge in here and demand an audience. Sorry to keep you waiting, Mr. Lant. The President will see you now. However, your companions will need to wait outside. Schwimmbrillen only. That's fine. We'll wait out here, thanks. Sorry, guys. I'll try to keep it short. Good luck. Thanks.
I'll need it. Please, follow me. Okay, den Brief an den Präsidenten verloren. Macht Sinn. Hey. Na? Viel Glück. Ich hoffe, ihr hört hier zu. Sie haben sich hier in der Wüste eine hübsche Oase erschaffen. Wisst ihr, was hier fehlt? Fisch! Das wäre klasse. Wir haben doch Fisch im Inventar. Nimm doch davon einen. Okay, dann gehe ich mal rein. Okay. Wait, you're... Bei meiner Schwimmbrille. President of Strata, thank you again for your help with the Rakugan. In truth, I wasn't trying to hide my identity, but in that place and with that outfit, I figured you wouldn't believe me anyway. Come in. Ja, bitte. Hey, dich kennen wir doch auch. Perfect. Asbel, this is Garrett Oswell, a powerful business magnate and adoptive father of your brother. Duh! Your son has sent his brother to discuss my earlier recall order. Why that impertinent little... Asbel, let me start with you. Why have you come to our country? Mr. President, Lant is currently facing threats on all fronts. We need the continued leadership of my brother, Governor Oswell. I hope to come here and convince you of this. Your order was issued because Hubert was said to be ignoring the will of Strata. However, in accordance with the agreement between our two nations, his actions are clearly in the right. I humbly request that you refrain from quick judgment of him and come to... My report says your brother is not fit to be a governor. I would disagree, Mr. President. Hubert is held in the highest regard by all the citizens of Lant. Interesting. I've heard very different things from Mr. Garrett Oswell here. I sent a recall order so I could ask your brother about the situation directly. The original plan was for a much larger area of Lant to come under our control, and in turn, for the supply of Kreas to increase exponentially. Sir, is that a report on the situation in Lant? A president must have many sources of information, Mr. Oswell. I couldn't simply take your assessment as fact. Asbel, the letter you brought supports the conclusions in this report. So then, Oswell, it seems you directed Hubert to aggressively invade the outer regions of Lant. I don't remember giving any such order. I imagine you had been hoping that prolonged internal conflict would leave areas of Lant with a power vacuum that you could then fill yourself. And when that didn't happen, you decided to take matters into your own hands and attempt to cause it deliberately. And you thought to hide this from me. You must take me for a fool. These actions are a personal insult. They are tantamount to sedition and high treason against this nation. I rule here, not you. I am the president of this country. Und? Mr. President, I would never dream of hiding things from you. I simply meant to... Was geowned. Every aspect of our Lant policy, from the initial occupation to the alliance with Archduke Cedric, was planned by you. I can see now that was a mistake. And so, I hereby remove any authority you have over the region. What are you... Mr. President, you know how hard I have worked to secure Lant. And still you would have me surrender all authority? You will do it at once, or I will have the Regulatory Committee investigate your gross abuses of power. As you wish, sir. Ah. Oswell? Here, leave us. Yes, Mr. President. You hold your younger brother in very high esteem, Mr. Lant. He is an exceptional person, sir.
and I believe he can serve as a link between Strata and Lont. I trust him for this as well. However, there is no getting around the fact that his current methods will leave our country desperately short of Kreas. If that does not change, I will eventually be forced to recall him. But... personal feelings have no place when compared to the well-being of a nation. Doch. But if the Kreas problem were to be solved, you wouldn't need to recall Hubert. Mr. President, please, give me just a little time. This is not a problem that can be solved quickly, Mr. Lont, and I don't know how much time we have left. I understand, sir, but I have to try. Well then, good luck, and I pray you find a solution. Ach, kein Ding. So, dann. Ich will mal hier gucken. Ich schätze erfreut auf mein Passwort, das mit diesem Ort zu tun hat. Ich werde jetzt mal den Namen von dem Vulcanus Kreas aus Strata eingeben, der Duplema ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Passwort war, aber ich kann es ja mal versuchen. Wenn, dann müsste ich ja irgendwo einen Hinweis finden. Ha! Buch der Mäßigung. Dieses Vorbuch halbiert deine Werte außer Präzision, verdoppelt aber den kritischen Wert. Ja, super. Ich habe von hier aus die Truhe geöffnet. Wie geil. So, dann gehen wir mal zu den anderen. Und berichten, was wir gerade herausgefunden haben. Das ging schnell. Welcome back. Yo. So, what was the president like, huh? We've met him before. Remember the guy in Sable Isolde? And later by the Rockagon. Huh? That was him? So that means the discussion went well, yeah? Not exactly. As things stand, Hubert's recall is pretty much a done deal. Apparently, Strata sent their military to Lont to take possession of our Kreas. But they can't get the amount of Kreas they want with Hubert's methods. So they're going to replace him. If we want to stop them, we have to do something about Strata's Kreas shortage. That's an extremely difficult problem for one person to solve. I don't understand why they need Windor's Kreas in the first place. I mean, they've got their own Vulcanus Kreas, right? Now that you mention it, that is kind of strange. There shouldn't be a shortage of Kreas with a Vulcanus in place. Maybe there's something all woobly with the Vulcanus here. We should talk to people or whatever, yeah? That's a good idea. Yo! Und die Gruppe hat sich wieder vereint. Großer Ärger für den kleinen Bruder. So, the decision to invade Lont was made solely by Mr. Garrett Oswell? Then he must have been the one conspiring with Archduke Cedric. Does that mean Hubert has been standing against his own adoptive father? It seems Hubert chose to protect Lont, even at the risk of his own position. Hey, wait. So that means little bro is in trouble, yeah? Yes. But I'll prove to Hubert that I can still protect him. I'll need the president's cooperation, though. So for now, let's hit the town. We can investigate and learn more about the Vulcanus Kreas. It's a plan. Ja, aber ich würde sagen, erstmal in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt noch mal kurz heraus und hoffe, dass jetzt nicht direkt wie eine Katze kommt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.